Ponys, Gespenster und andere Fantasiefiguren leuchteten im Dunkeln. Die Kinder hatten gemeinsam mit ihren Eltern oder auch im Kindergarten bunte Laternen gebastelt. Auf dem St. Martinszug am vergangenen Samstag wurden die kleinen Kunstwerke mit Stolz vor sich hergetragen. Das Familienzentrum St. Ludgerus organisiert bereits seit vielen Jahren diese Veranstaltung. Das Schöne an diesem St. Martinsfest ist einmal, dass die Kinder ihre selbstgestalteten Laternen haben, dass das ein Familienfest ist, wo alle mit können, Geschwister, Oma, Opa, und dass unsere Eltern draußen unser Außengelände gestalten in der Freizeit und wir da jetzt gemeinsam eben feiern können. Um 17 Uhr trafen sich alle Laternengänger am Marienheim. Zu Beginn wurde die Geschichte vom heiligen St. Martin vorgetragen und von Kindern nachgespielt. Martin zog seinen warmen Mantel an, sattelte sein Pferd und die Offiziere begleiteten ihn durch die kalte Winternacht. Es war bitterkalt draußen und der Boden war mit Schnee bedeckt. Schneidet seinen Mantel in der Mitte durch. Und eine Hälfte gibt er dem Bettler. An diese guten Taten des heiligen Martin zu erinnern, feiern wir immer, so wie heute am 11. November, seinen Namenstag. Anschließend ritt St. Martin auf seinem großen Schimmel voran. Alle Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde folgten ihm. Musikalisch begleitete die Kapelle Einklang den Martinszug. Die Gruppe lief über die Erler Straße, Schetterstraße, Schreiberstraße, Ludgerostraße und Heggenkamp bis zum Familienzentrum. Einige Anwohner hatten ihre Vorgärten mit Lichtern und Laternen dekoriert. Zum Ausklang des Martinsumzuges trafen sich alle noch auf dem Außengelände des Familienzentrums zum gemütlichen Beisammensein. Rund um die Feuerstelle konnte sich jeder wieder ein wenig aufwärmen. Stutenkerle, Würstchen, Kakao, Glühwein und vieles mehr waren zum Abschluss der Veranstaltung sehr gefragt.